Das ist Heingrund. Ein kleines, etwas abgeschieden liegendes Dorf im hessischen Odenwald. Eine Metzgerei, ein Lebensmittelgeschäft, eine Hauptstraße, eine Feuerwehr, eine Kirche. Ein Idyll des deutschen Mittelgebirges, wie aus dem Bilderbuch. Warum in aller Welt soll man ausgerechnet hier in diesem, mit Verlaub, kleinen Kaff eine Retro-Computing-Convention veranstalten? Naja, die Antwort ist recht einfach wie egoistisch, weil ich hier wohne. Warum soll ich immer zur HomeCon nach Hanau fahren? Die HomeCon kann doch auch mal zu mir kommen. Sprach's und stampfte am 14. Oktober 2017 die erste HomeCon-Spin-Off-Convention aus dem Boden. Der erste Hanauer Netzwerkclub richtete in 2017 also erstmals 6 Conventions mit der Abkürzung HC aus, wobei sie diesmal für HeinCon in Anlehnung an den Namen des Ortes Heingrund stand. Im nun folgenden eine Nachlese zu diesem kleinen, aber sehr feinen Testballon. Der Veranstaltungsort war der Gemeindesaal unter der Heiligkreuzkirche in Heingrund. Ich kam auf diese Location an der Taufe unserer Tochter, welche in eben diesem Saal gefeiert wurde. Und da merkt man schon, dass der Retrovirus bei mir nicht mehr behandelbar ist. Da soll man eigentlich die Taufe der zweiten Tochter mit der Familie zusammen feiern und was macht der Kerl? Schiebt in Gedanken die Tische hin und her und zählt die Steckdosen und prüft den Handyempfang. Naja. Ein großer Vorteil gegenüber unserem HomeCon-Veranstaltungsort der alten Schule in Hanau-Großauheim: ein freier Parkplatz. Man kann ungestraft auch erst mittags anreisen und kann trotzdem seinen Wagen noch gemütlich vor der Tür parken. In der Spitze habe ich 24 Besucher gezählt. Dauerhaft besetzte Hardwareplätze waren es 15, was genau den Voranmeldungen entsprach. Wir hatten zuvor das Ganze im HomeCon-Forum geplant, so wie das auch bei den regulären HomeCons und der Retrolution der Fall ist. Aufgrund des kleinen Saales in der Kirche war dies auch absolut notwendig. Selbstverständlich durfte auf der HeinCon als ein Kind der HomeCon keinesfalls der Grill fehlen. Wir saßen zum Futtern gemütlich draußen, bei Kaiserwetter, im Pavillon auf rustikalen Bierbänken und ließen es uns gut gehen. Wascht mit Aussicht ins Grüne, Seele, wat willst du denn mehr? Natürlich gab es auch Kaffee und Kuchen sowie Softgetränke, gesponsert vom HNC bzw. Spenden von den Teilnehmern. Und nun ein Schwenk über die vorhandenen Gerätschaften.
Gell, das ist allein schon, weil das so bescheuert ist. Darf ich das mal gucken? Das Fundstück der Woche, ne? Die ganze Kiste ist Fundstück der Woche. Das war eine Beilage zum 1900, das hätte ich immer gesagt. Oh, Entschuldigung. Alles gut. Alles gut? Ja. Absolut Homecon untypisch verlief der Abend, denn es gab tatsächlich einen. Während in Großauheim gegen 17 Uhr meist das allgemeine Einpacken beginnt, war auf der Heincon erst um 21.30 Uhr Kehr aus. Damit hat keiner gerechnet, erst recht nicht der Organisator, also ich. Und entsprechend mussten wir den gemeindeansässigen Pizzalieferservice bemühen, um ein Abendessen zu ermöglichen. Hier spürte man dann doch die Kehrseite des ländlichen Lebens. Die allgemeine Versorgungslage ist eben eher, sagen wir mal, dünn. Zum Feierabend hieß es dann, viele Hände, schnelles Ende. Leute, was soll ich sagen? Es war eine sehr gemütliche, ja familiäre Veranstaltung, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und bis heute habe ich auch nur positives Feedback erhalten. Gerne, sehr gerne, werde ich wieder eine kleine Heincon organisieren. Und wann? Naja, schauen wir mal. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern der ersten Heincon, vor allem den weit Angereisten, dem Vorstand des HNC, welcher den Verein als Träger der Heincon installiert hat, den Helfern, die zum Schluss mit angepackt haben und mir so eine Menge Arbeit erspart haben und nicht zuletzt meiner Frau, die den kompletten Tag von 8 bis 22 Uhr mich quasi freigestellt hat von jedwedem Familiendienst, uns auch noch einen Kuchen gebacken und beim Aufbau und Transport geholfen hat. Es mag jetzt alles in allem nicht nach viel aussehen, diese kleine Heincon, aber ich will eine Message mit diesem Video raushauen. Retro-Conventions können überall stattfinden. Es muss nicht immer in einer Stadt oder einem Ballungsgebiet sein und es muss auch nicht immer gleich der ganz große Maßstab sein. Im thüringischen Rohr zum Beispiel, ja, der Ort heißt wirklich so, liegt bei Meiningen, dort gab es 2017 beispielsweise auch eine kleine Convention mit 7 Teilnehmern und alle waren begeistert. Unsere Online-Communities sind gut und die globale Vernetzung ist durch nichts zu ersetzen. Aber man kann mit einem Avatar eben nicht zusammen grillen, schrauben oder lachen. Es gibt noch viele weiße Flecken auf der Landkarte, wo gar keine Retro-Conventions stattfinden, aber das könnt ihr ändern. In diesem Sinne, Adele, ciao und bye bye. Bis zum nächsten Mal, euer Mick. Was? Ja, du, dein Bot hat keinen Strom. Dein Bot hat kein Strohhom, das kann nicht gehen. Ja, das ist der letzte Stecker fehlt. Da, guck mal. Ja, ist er eingeschaltet oder nicht? Ja, jetzt hat er auf jeden Fall Saft. Ein bisschen mehr als Refonda beispielsweise. Das Blöde ist, kannst du halt davon hinschicken oder lohnt sich nicht. Da tut sich was. Hat was geflaggert. Oder ich habe zu wenig. Ja!
Bewegung! Ja. Maus ist scheiße auch. Leider Maus ist scheiße, aber sie lebt. Was? Wir hatten eine tote Maus. Und sie bewegt sich doch. Und sie hat sich nicht bewegt. Jetzt haben wir eine lebende Maus. Aber ein kaputtes Kennlaufwerk. Nein. Das sind Entscheidungen, die man treffen muss. Sicherungskiste irgendwas? Ja, ja. Sicherungskiste, ja, ja. Gut, da habe ich jetzt aber noch was gelesen. Sicherungen werden der Fahrt kaputt gehen. Nee, die ist mit Sicherheit heute früh beim ersten Mal einschalten, als die erwischt. Hast du ausgeschaltet eben? Das ist dieser Unwetter. Tag müssen wir rot im Kalender anstreichen. Weil? Ja, guck mal auf die Uhr. Ja, habe ich schon. Moin.